willst du nicht. Zigarette, Kerl? Hallo, Kerl? Drei Schüsse. Einer davon ins Herz. Sie muss sofort tot gewesen sein. Schulhefte, Chef. Englisch, Mathematik. Sie heißt Kirsten Bender. Was glaubst du, wie alt sie ist? Sie war höchstens 17. Ich habe ihr noch eine Zigarette gegeben, weil sie stand hier vor dem Automaten und weil sie keine Mark hatte. Und sie nahm die Zigarette? Ja, ich habe sie angesteckt. Und dann drehte sie sich um und ging raus? Ja. Kaum war sie draußen, da fielen die Schüsse. Ich dachte, verdammt nochmal, was ist denn da los? Sind wir alle zur Tür rüber? Da lag sie dann. Haben Sie gesehen, wer geschossen hat? Überhaupt nicht. Haben Sie nicht jemanden weglaufen sehen? Nein, es war ja dunkel. Nichts, Chef. Keine Zeugen. Tja, was hat sie gemacht hier? Na, gespielt. An dem Tisch da. Hier, an diesem Tisch? Mhm. Kennt jemand das Mädchen? Ja, die Kirsten Bender ist das. Woher kennen Sie sie? Weil sie mit mir in der Klasse ist. Sie waren also zusammen mit ihr hier? Nein, nein. Ich wusste gar nicht, dass sie hier war. Ich habe sie plötzlich gesehen und habe gesagt, hallo Kirsten. Aber sie sagte nichts. Sie ging raus. Sie trug eine Schultasche bei sich. Ja, ich hab's gesehen. Haben Sie denn Nachmittag Schule gehabt? Nö. Wir haben Vormittagsschule. Ja, warum trug sie dann eine Tasche bei sich? Weiß nicht. Ja, haben Sie gar nicht mit ihr gesprochen? Ich sagte doch, ich hab gesagt Hallo. Aber sie sagte gar nichts. Als ob sie mich gar nicht gesehen hätte. Wissen Sie, wo sie wohnt? Das ist das Haus. Ah ja, danke. Harry, warte hier mit ihm. Im zweiten Stock? Ja, danke. Kann ich eine haben? Hm. Danke. Ich habe noch nie einen Toten gesehen.
Ich hab gedacht, warum liegt sie denn so da? Menschenskind, dachte ich. Steh doch auf, Kirsten. Warum steht sie denn nicht auf? Wo hat sie denn die Schüsse hingekriegt? Polizei ist da. Polizei? Dürfen wir hereinkommen? Wieso Polizei? Warum denn? Sie Frau Bender? Ich bin nicht Frau Bender. Frau Bender war meine Schwester und die lebt nicht mehr. Wir kommen wegen... Ja, wegen Kirsten. Wo ist sie? Na, was hat sie gemacht? Wenn sie wieder was angestellt hat, dann können Sie sie gleich mitnehmen. Ich kann nicht mehr. Ich werde nicht mehr fertig mit dir. Karl? Karl! Geh, hol deinen Vater. Du sollst deinen Vater holen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was ist denn los? Kirsten ist auf der Straße erschossen worden. Was ist sie? Erschossen worden? Ja. Ich hab dir doch gesagt, du sollst deinen Vater holen. Karl! Karl, komm raus, die Polizei ist da. Es ist was mit Kirsten. Was ist denn los? Ist Kirsten Bender Ihre Tochter? Ja. Herr Bender, ich muss Sie das fragen. Sind das die Schulhefte Ihrer Tochter? Ich muss doch draufstehen vorne. Kirsten ist tot. Was? Was? Ja, Herr Bender. Ihre Tochter hat heute Abend einen Spielautomatensalon besucht. Spielautomaten? In der Rosenstraße. Was hat sie denn da gemacht? Was treibt sich da rum? Was ist da passiert? Als ihre Tochter auf die Straße trat, wurden 3 Schüsse auf sie abgefeuert. 3 Schüsse? Sie war sofort tot. Und der Täter ist unerkannt in der Dunkelheit entkommen. Entkommen? Ja, habe ich nicht gesagt, die muss zu Hause sein, wenn es dunkel ist. Wer kann das getan haben? Ich meine, wer erschießt denn das Kind? Thea! Was fragst du mich? Weiß ich, wo die sie rumgetrieben hat. Die sagte nichts, die hat nie etwas gesagt. Da konnte man fragen, was man wollte. Also mach du mir jetzt keine Vorwürfe. Was machen wir denn jetzt? Was zu trinken, ne? Musst du jetzt trinken? Ich muss was trinken, weil mein Hals trocken ist. Kann ich sie lebendig machen, wenn ich nicht trinke? In der Küche ist was. Wie lange sind Sie schon hier im Haus? 5 Jahre, seit meine Schwester gestorben ist. Ich mache hier alles hier, sehen Sie ja. Ich bügle, putze, wasche. Der Mann kann sicher nicht helfen. Gibt es noch mehr Kinder? Ja, sicher. Die ältere Tochter, Irene, sie ist 19. Die ist... Wo ist denn die hingegangen? Ins Kino. Ins Kino? In welches Kino? Weiß ich nicht. Ja. Kann man sie da nicht ausrufen lassen? Nein, nein, das ist nicht notwendig. Wo hat denn Kirsten geschlafen? Da drüben im Zimmer mit Irene. Hm. Kann ich mal sehen? Das Bett? Ja, das. Sehen Sie ja. So sieht bei ihr ein Bett aus. Ich sag ja, das Kind war nicht zu begreifen. Das Kind, sagen Sie? War Kirsten vielleicht in Schwierigkeiten? In Schwierigkeiten? Die ja. War nie in Schwierigkeiten. Die hat nur jedem anderen Schwierigkeiten bereitet. Wem? Jedem. Jeden, der mit ihr zusammen war. Die hatte den Teufel im Leib. Kirsten hatte übrigens ihre Schultasche bei sich. Ja, sie ist ja heute Mittag auch nicht nach Hause gekommen. Das Essen steht ja noch da. Wo ist sie gewesen? Das weiß ich nicht.
Wo könnte sie gewesen sein? Fragen Sie mich nicht, ich weiß es nicht. Ach, sag mal, mein Junge, wie war die Kirsten eigentlich in der Schule? Wie die war? Na ja, war sie eine gute Schülerin? Ja, die war prima. Die hätte sich nicht erwischen lassen. Was heißt das, sie hätte sich nicht erwischen lassen? Ja, die wusste immer alles. Die hat sich nicht reinlegen lassen von den Lehrern. Na, kann ich jetzt gehen? Ja, danke. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Das ist Kommissar Keller von der Kriminalpolizei. Kommissar. Dr. Gebhardt. Der Kommissar hat einige Fragen. Sie erlauben, dass ich im Zimmer bleibe, Kommissar. Ja, sehr gerne. Darf ich? Sie haben von den Ereignissen gehört? Jeder weiß es, Herr Kommissar. Es ist ja wie ein Lauffeuer durch die Schule gegangen. Außerdem haben die Zeitungen heute Morgen. Wo ist der Platz von Kirsten Bender? Hier, Herr Kommissar. Was da vorne? Ja. Sie war Klassensprecherin. Ah. Was da passiert ist gestern Abend, war kein Zufall. Der Täter hat so lange gewartet, bis Kirsten aus dem Spielsalon herauskam und dann mit voller Absicht auf sie geschossen, um sie zu töten. Wir kennen den Täter nicht, wir kennen nicht sein Motiv. Aber vielleicht kennen Sie es. Meine Frage ist, in was für Schwierigkeiten war Kirsten? Mit wem war sie verfeindet? In was für Geschichten war sie verwickelt? Jede Kleinigkeit ist wichtig und ich bitte Sie sehr, darüber nachzudenken. Niemand, der etwas zu sagen hat? Mit wem war Kirsten besonders befreundet? Warum melden Sie sich nicht? Sie sind etwas gefragt worden, Pattenhof. Warum stehen Sie nicht auf? Ihr seid doch befreundet gewesen. Oder nicht? Ja. Wann haben Sie erfahren, dass Kirsten tot ist? Gestern Abend. Und wie haben Sie es erfahren? Ja? Ich habe Sie angerufen. Können Sie nicht aufstehen? Sie haben der Polizei eine Antwort zu geben. Ja. Er hat Sie also angerufen und hat gesagt, Entschuldigung, wie heißen Sie? Andrea Pattenhof. Andrea Pattenhof. Er hat also gesagt, Andrea, Kirsten ist tot. Oder was hat er gesagt? Ja, er hat gesagt, dass jemand auf Kirsten geschossen hat. Zwei Schüsse in die Beine, einen in die Brust. Und was war Ihr erster Gedanke, als Sie das hörten? Na? Antworten Sie dem Kommissar! Was soll ich gedacht haben? Ich weiß es nicht. Ich habe gedacht, das stimmt doch nicht. Ah ja, sie hat ein paar Mal gefragt, ob das stimmt. Weil sie es einfach nicht glauben konnte. Es geht darum, nehme ich an, entschuldigen Sie, Herr Kommissar, wenn ich hier mal eingreife, es geht darum, was die Bender machte, welchen Umgang sie hatte, in welchen Kreisen sie verkehrte. Und das, nehme ich an, werden Sie wissen. Also, wer hat dazu etwas zu sagen? Niemand? Nichts. Also wieder mal nichts.
Dann bitte, Kollege Gebhardt. Wie meinen Sie, Herr Direktor? Ja, sagen Sie doch was. Sie sind der Klassenlehrer und die Bender war Ihre Schülerin. Ja, ja. Es ist jetzt nicht der Augenblick, irgendwelche Rücksicht zu nehmen. Ich weiß nicht, was Sie erwarten. Die Wahrheit. Die Wahrheit über die Schülerin Bender. Vielleicht sollte die Klasse hinausgehen. Ja. Aufstehen! Sofort alles aufstehen! Gehen Sie hinaus auf den Gang und warten Sie draußen. Und verhalten Sie sich ruhig! Warum sollen Sie hinausgehen? Es besteht kein Grund, Sie hinauszuschicken. Bitte, Herr Direktor, ich möchte nicht, dass... Bitte bleiben Sie noch. Bleiben Sie! Sie haben gehört, was ich gesagt habe. Und hier bitte die Letzte, schließen Sie die Tür. Nur mal unter uns, lieber Kollege, und ganz ohne Schonung. Dieses Mädchen war doch einfach indiskutabel. Sie war... Ja, was war sie? Nun, sagen Sie es. Aufsässlich war sie. Anmaßend, frech. Sie kannte weder Disziplin noch Respekt. Sie war von Grund auf unmoralisch und setzte ihre Fähigkeiten, die sie besaß, die sie durchaus besaß, die setzte sie nur ein, um zur Auflösung jeglicher Ordnung beizutragen. Hier in diesem Klassenzimmer, da wurde nicht gelehrt, da wurde gekämpft. Und eines der Opfer ist der Kollege Gebhardt. Aber nein, so sehe ich das nicht. So sehe ich das durchaus nicht. So sehen Sie das nicht? Nein, ich. Es hat Schwierigkeiten gegeben mit der Klasse, mit Kirsten Bender. Das stimmt, aber es waren ganz gewöhnliche Schwierigkeiten. Normale, durchaus normale, wenn man die heutigen Verhältnisse... Aber da war doch nichts normal. Dieses Mädchen war von Grund auf verdorben. Ich gebrauche Ihre Worte. Entschuldigen Sie, Herr Kommissar, ich bin zu... Darf ich einen Moment? Ja, warum denn, lieber Gebhardt? Ich bin im Kartenzimmer. Zur Verzweiflung getrieben. Wie oft ist er zu mir gekommen und hat gesagt, ich kann nicht mehr, Herr Direktor, ich gebe es auf. Der Mann hat in meinem Zimmer Beinkrämpfe bekommen. Ich meine, ich sage Ihnen das nur, um Ihnen ein Bild zu geben von der Bender. Ja, schon gut. Soll ich vielleicht die Klasse wieder hereinholen? Nein, das dürfte nicht nötig sein. Sie sollten sich jeden Einzel vornehmen. Ich meine, Sie haben doch die Möglichkeiten, etwas aus Ihnen herauszuholen. Herr Direktor, ich will nichts aus Ihnen herausholen. Ach so, ich dachte, Sie... Ja, wie Sie wollen, Kommissar. Tja. Ich werde die Klasse in den Hof hinunterschicken. Man kann sie ja zur Verfügung haben. Was denkst du, Harry? Ja, ich denke, dass wir wissen sollten, was die Kirsten Bender für ein Mädchen war. Nachdem sie einen Lehrer zum Weinen gebracht hat. Ja. Ja, das sollten wir wissen. Herr Kommissar, wissen Sie, irgendwie hatte ich bei der Bender immer mit einem solchen Ende gerechnet. Dass sie ermordet wird? Ermordet? Nein. Nein, natürlich nicht. Aber... dass es mit ihr kein gutes Ende nehmen würde, das war mir immer klar. Wie meinen Sie das? Sie war der Widerstand in Person. Die reine Auflehnung. Ich erinnere mich, das ist ungefähr ein halbes Jahr her, der Unterricht hatte schon begonnen. Da sah ich sie kommen. Schon wenn man sie sah, reizte sie zum Widerspruch. Wie sah das Mädchen bloß aus? Wo kommen Sie her, Amanda? Von zu Hause. Sie kommen zu spät. Ich weiß, ich bin etwas zu spät. Haben Sie verschlafen? Nein, Herr Direktor, mein Bus ist im Verkehr stecken geblieben. Ich glaube Ihnen kein Wort. Meinen Sie, ich lüge? Sie sind unpünktlich und Sie versuchen, sich herauszureden. Das sehe ich etwas anders, Herr Direktor. Sie unterstellen mir, dass ich lüge, obwohl Sie nicht den geringsten Beweis dafür haben.
Ich unterstelle Ihnen gar nichts. Und versuchen Sie nicht, mit mir zu debattieren. Ich verlange lediglich, dass Sie pünktlich sind. Wie sehen Sie überhaupt aus? Müssen Sie diese schreckliche Jacke tragen? Die Jacke? Wissen Sie nicht, wie Sie aussehen damit? Wie sehe ich denn aus? Ich kenne den Einfluss, den Sie ausüben. Wenn Sie so etwas tragen, dann trägt es bald die ganze Schule. Wäre das von irgendeiner Bedeutung für Französisch, Mathematik, Geometrie oder Religion? Ich beeile mich jetzt. Sonst muss ich Herrn Dr. Gebhardt sagen, dass Sie mich aufgehalten haben, Herr Direktor. So war sie. Der Widerstand in Person. Aber das Ganze mit Verstand, nicht? Ja, natürlich hatte das Mädchen Verstand. Das ist die Kriminalpolizei, meine Herren. Wie Sie wissen, kommen Sie wegen der Kirsten Bender. Guten Tag, meine Herren. Bitte behalten Sie doch Platz. Tja, die Sache ist noch völlig ungeklärt. Herr Kommissar versucht, Sie ein Bild zu machen von der Bender. Ich habe noch nichts Gutes berichten können. Ein Mädchen, das völlig aus dem Rahmen fiel. So kann man doch wohl sagen. Ja, das kann man sagen. Ja, ein Mädchen, das sich nirgends einordnete und das eigentlich zu allem fähig war. Ich wäre dankbar, wenn Sie mir das bestätigen würden. Da wäre doch der Kollege Gebhardt der richtige Mann. Der Kollege Gebhardt hat sich einen Moment zurückgezogen. Zurückgezogen? Ja, es ist zu mitgenommen von der Geschichte. Wo ist er denn? Im Kartenzimmer. Er hat der Polizei keine Angaben gemacht? Nein, nein, ich sagte ja schon, er war völlig außer Fassung. Ja, vielleicht wird er sich jetzt wiedergefunden haben. Harry, willst du mal nachsehen? Kommen Sie, ich gehe mit Ihnen. Oh, danke. Der Fall hat Aufsehen erregt, nicht wahr? Ja, das hat er. Eine 17-jährige Schülerin auf offener Straße erschossen. Sehen Sie darin so etwas Besonderes? Sie nicht? Es gibt eine Menge Verbrechen, die sich heutzutage in der Schule vorbereiten. Ist der Polizei das so unbekannt? Was bedauerlich wäre. Schulen sind ausgezeichnete Gelegenheiten für die Polizei, Denkweisen zu studieren, die morgen alltäglich sein werden. War das Mädchen so bösartig? Ja, Herr Kommissar, ja, das war sie. Ich habe sie selbst einmal erlebt. Ich hatte aus der Klasse des Kollegen Gebhardt Lärm gehört. Die niemand hören will! Seine Stimme überschlug sich fast. Und da bin ich dann reingegangen. Ich lasse mir ihr Benehmen nicht mehr gefallen. Ich verbiete mir, dass Sie mir ständig und in dieser Weise widersprechen. Ich widerspreche nicht, ich argumentiere. Was tun Sie? Ich bringe lediglich Argumente vor. Die niemand hören will, die ich nicht hören will! Aber das sehe ich ja, Herr Doktor. Das begreifen wir ja alle, dass die Argumente nicht zugänglich sind. Das ist eine Erfahrung, die wir machen. Soeben, Dr. Gebhardt, haben wir etwas gelernt. Und schließlich sind wir ja hier, um was zu lernen. Ich verlange, dass Sie endlich den Mund halten. Ist das Ihr Erziehungsziel, Herr Doktor? Kollege Gebhardt! Entschuldigen Sie, Weißmann. Entschuldigung. Entschuldigung. Was haben Sie denn da wieder angestellt, Bender? Ich bin Klassensprecherin, Herr Dr. Rossmann. Und im Auftrage der Klasse bringe ich ein Problem vor, das wir haben. Was, ein Problem? Wir sind mit der Art des Unterrichts, den Herr Dr. Gebhardt führt, nicht einverstanden. Nicht einverstanden? Es ist zu trocken, zu einseitig. Unsere Fantasie wird nicht angesprochen. Aha, Ihre Fantasie wird nicht angesprochen. Ohne Fantasie gibt es kein Lernerlebnis. Lernerlebnis? Wo haben Sie denn das her? Auch Sie wissen nicht, was wir meinen. Nein. Nein, das weiß ich nicht. Und lümmeln Sie sich da nicht so rum. Wollen Sie nicht aufstehen, wenn Sie mit mir sprechen? Ich sehe, Herr Dr. Rossmann, auch Sie ziehen die Methoden der Dressur vor. Ich versuche Ihnen Anstand beizubringen. Hat man den im Sitzen nicht? Ich halte das nicht aus, Rossmann.
Mädchen halte ich nicht aus. Dieses Mädchen, Herr Kommissar, dieses Mädchen hatte weder Disziplin noch Respekt. Dr. Gebhardt? Dr. Gebhardt, was ist denn mit Ihnen? Entschuldigen Sie, Herr Gebhardt. Es geht schon wieder. Ich muss mich entschuldigen, Herr Kommissar. Ich war zu. Eine Schülerin meiner Klasse, die auf diese Weise, seitdem ich davon gehört habe. Bitte. Wann haben Sie davon gehört? Wann? Ja, wann? Na, heute Morgen. Ich bin ahnungslos in die Schule gekommen, habe die Klasse betreten, als. Da habe ich es dann erfahren. Ich war wie vor den Kopf geschlagen, aber nun habe ich mich wieder erholt, wenn Sie Fragen haben. Ja, die habe ich natürlich. Wie gut kannten Sie Kirsten Bender? Wie gut? So gut, wie man eine Schülerin kennt, die man 4 Jahre in einer Klasse hat. Und was für Schwierigkeiten hatte das Mädchen? Keine besonderen. Aber Dr. Gebhardt... Außer den normalen Entwicklungsschwierigkeiten, die viele junge Menschen sie haben. Die Bender, lieber Gebhardt, war von Grund auf böse. Aber was sagen Sie da? Er sagt, was Sie gesagt haben, hier in unserem Beisein. Dieses Mädchen ist von Grund auf böse. Ich habe das gesagt? Das haben Sie gesagt. Dann habe ich mich geirrt und dann einen ganz momentanen Eindruck wiedergegeben. Sie sind bei der Gelegenheit in Tränen ausgebrochen. Ist das für die Polizei von Bedeutung? Sie hatte keine Schwierigkeiten. Normale, ganz normale 17, Herr Kommissar. Ist Ihnen etwas über Ihren Umgang bekannt? Normal, normal. Hören Sie, Gebhardt, haben Sie nicht selbst das Mädchen beim Haschrauchen erwischt? Ja, das stimmt. Ich erwischte Sie und einige Ihrer Klassenkameraden beim Rauchen. Ja. Und dann kamen Sie zu mir und sagten, das Mädchen muss von der Schule. Das habe ich gesagt. Aber lieber Gebhardt, wir haben deswegen eine Lehrerkonferenz einberufen. Ja, ja, ich weiß. Wer hatte denn dieses Haschzeug besorgt? Kirsten. Kirsten natürlich. Die offenbar wusste, woher man es bezieht. Und wenn man Sie jetzt nach dem Umgang fragt, den die Bender gehabt hat, dann sagen Sie, normal. Normal. Auf der Konferenz, die wir deswegen abhielten, sagten Sie, Kollege Gebhardt, entweder dieses Mädchen geht von der Schule oder ich. Haben Sie das vergessen? Nein, nein, ich. Ein Irrtum. Ich habe der Sache eine zu große Bedeutung beigemessen. Ihnen ist also nichts bekannt von fragwürdigen Geschäften im Zusammenhang mit Hasch? Nein. Wissen Sie, wie Kirsten Bender ihre Zeit verbracht hat? Das weiß ich nicht, aber... Aber? Auch das wird normal gewesen sein. Was 17-Jährige tun, ich weiß es nicht. Aber Sie selbst, lieber Gebhardt, haben gesagt, das Mädchen treibt sich herum. Aber wie kann ich das sagen? Aber Sie haben es gesagt! Ich traf sie einmal in einem Nachtlokal. Mit 2 anderen Schülerinnen. Neugier, Herr Kommissar, reine Neugier. Sie wollten nicht einmal tanzen, obwohl Sie dazu aufgefordert wurden. Darüber waren Sie aber ganz anderer Meinung. Auch diese Sache habe ich falsch gesehen. Sie haben sich alle Antworten überlegt. Ja, das habe ich. Sie wissen, warum ich frage. Sie suchen einen Mörder. Sie können mir dabei nicht helfen? Nein. Gut. Dr. Gebhardt, ich brauche Sie nicht mehr. Ja, dann. Sie werden nichts dagegen haben, wenn ich nach Hause gehe, oder? Soll ich die letzte Stunde... Nein, 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 nein. Gehen Sie ruhig. Sie sind ja völlig außer sich. Aber wieso? Mein Zustand ist... Normal. Ja. Hat einer der Herren dazu noch etwas zu sagen? Nein.
Lass dir mal die Adresse von dem Gebhardt geben, ja? Ja. Wie lange hatten Sie gestern Schule? Bis eins. Hat jemand Kirsten Bender weggehen sehen? Sie ist mit mir gegangen. Wohin? Zu mir nach Hause. Sie hat gegessen bei uns. Und wie lange ist sie da geblieben? Bis vier. Dann wollte sie gehen. Wohin ist sie dann gegangen? Wie hat sie nicht gesagt, wohin sie geht? Ich dachte, dass sie nach Hause gehen würde. Nein, leider ist sie nicht nach Hause gegangen. Danke. Dann gibt es etwas Neues? Ja, dürfen wir reinkommen? Selbstverständlich. Bitte sehr. Guten Tag. Guten Tag. Das ist Kriminalpolizei. Marianne, ich sagte dir doch, meine Frau. Guten Tag, Frau Gebhardt. Guten Tag. Ich nehme an, die Herren kommen noch einmal wegen Kirsten Bender. Ja, ganz recht. Bitte, wenn Sie Platz nehmen wollen. Danke. Du hast sie hoffentlich nicht geschont. Geschont? Was hast du geschont? Hast du erzählt, wie dieses Mädchen dich gequält hat? Sie hat dich doch fast um den Verstand gebracht und nicht nur dich. Dieses Mädchen, Herr Kommissar, war zutiefst böse. Sie taugte nichts. Absolut nichts. Aber nein. Wieso? Nein, Marianne. Nein? Du irrst dich. Das kann man so nicht sagen. Das. Du willst die Bender schonen? Warum willst du sie schonen, Eberhard? Du kannst doch nicht vergessen haben, was dieses Mädchen dir angetan hat. Du wolltest deinen Beruf aufgeben. Du hast gesagt, und du hast es gestern noch gesagt, dieses Mädchen vernichtet mich. Unsinn. Unsinnig. Entschuldigung. Was war gestern, Frau Gebhardt? Gestern. Eine Stunde war ausgefallen. Er kam nach Hause zwischendurch. Er war völlig verzweifelt. Er sagte, ich kann nicht mehr. Die Bender schafft mich. Er sagte, Marianne, ich bin am Ende. Wissen Sie, dass sie mit Rauschgift gehandelt hat? Ja, davon habe ich gehört. Das hätte mein Mann Ihnen sagen sollen. Wie fragwürdig sie in jeder Beziehung war. Ab und zu kam sie hierher. Hierher? Tja, sie brachte Hefte oder holte sie. Ich hatte jedes Mal einen entsetzlichen Eindruck von ihr. Schon rein äußerlich, mit dieser schrecklichen Jacke. Ja, das wär's im Moment, Frau Gebhardt. Danke. Bitteschön. Eberhard? Wieso folgen dir diese Leute bis nach Hause? Ich weiß es nicht. Das muss doch irgendeinen Grund haben. Ich weiß nicht, was es für einen Grund hat. Ich hab dir doch gesagt, ich weiß es nicht. Was ist denn mit dir? Was sind Sie, Kriminalkommissar? Ja. Sie kommen wegen der kleinen Bender, was? Ja, Ihre Tochter war in einer Klasse mit ihr, ne? Ja, das stimmt. Schreckliche Sache.
Ja, wo darf ich Sie hinführen? Gehen wir ins Wohnzimmer. Ich bin im Moment beschäftigt, Fräulein Gross. Ich habe noch ein paar Büros hier unten im Hause. Agathe, Moment mal. Agathe, meine Tochter soll mal kommen. Wo ist denn die? Die wird oben sein. Ja, hol sie runter. Kommen Sie mal her. Das ist noch ein Kind gewesen. War sie oft hier? Die war doch andauernd hier. So eine Kleine hat immer so eine schreckliche Jacke angehabt. Ich sagte, Menschenskind, willst du das Ding nicht endlich mal ausziehen? Mit 17, da musst du doch langsam mal lernen, mit deiner Figur umzugehen. Und die hast du doch. Bitte. Daniel, mich würde interessieren, was hat sie dazu gesagt? Oh, die hat Humor gehabt. Sie sagte, mein Gott, was hat sie doch gesagt? Ja, sie sagte, haben Sie nichts anderes im Kopf als sowas? Eine rotzfreche Göre. Ja, gestern war sie noch hier. Ja. Sie hat hier gegessen, nicht? Hier gegessen? Das weiß ich gar nicht. Ja, es kann sein. Sie hat hier gegessen, hat hier geschlafen. Die war dauernd hier, bitte. Danke. Hatten Sie was dagegen? Kinder im Alter tun doch immer, was sie wollen. Und da es sowieso nichts nützt, verbiete ich ihnen nichts. So kommt man wenigstens in den Ruf von Großzügigkeit. Fanden Sie, dass die kleine Bender der richtige Umgang für Ihre Tochter war? Der richtige Umgang? Ich weiß nicht. Diese dämliche Jacke hat mich gestört. Ein junges Mädchen darf sich einfach nicht so anziehen. Bei der Figur, die solche Kinder da plötzlich kriegen. Ja, komm rein. Das ist Polizei. Ja? Das wäre ein Gespräch. Ja, ich komme. Entschuldigung, meine Herren. Was war gestern Morgen in der Schule? Gestern Morgen? Mit Dr. Gebhardt. Er ist von der Schule nach Hause gekommen, hat zu seiner Frau gesagt, ich halte es nicht mehr aus, die Bänder schafft mich, ich bin am Ende. Das hat er gesagt? Ja, irgendwas muss doch davor gefallen sein. Was? Wir hatten eine Diskussion in der Klasse. Der Gebhardt hat sich aufgeregt. Mitarbeiter nennen Sie das? Wie nennen Sie es? Dauernde Störung des Unterrichts. Denn die Wissensaufnahme hat schweigend stattzufinden. Nicht schweigend, aber ohne Störung. Ist irgendjemand hier, der diese Debatte als Störung empfindet? Diesen Eindruck, Dr. Gebhardt, haben nur Sie. Sie kämpfen gegen mich, Bender. Ständig kämpfen Sie gegen mich. Sie haben da einen ganz falschen Eindruck, Herr Doktor. Warum tun Sie das, Bender? Warum? Ich wiederhole, Herr Doktor. Warum? Was wollen Sie von mir? Wollen Sie mich aus der Fassung bringen? Aber nein. Es ist Ihnen gelungen. Es ist Ihnen gelungen. Ich sehe mich außerstande, den Unterricht fortzusetzen. Beschäftigen Sie sich, wie Sie wollen, womit Sie wollen. Übernehmen Sie es, Bender, den Direktor zu verständigen. Wovon zu verständigen? Dass ich den Unterricht aufgebe. Für immer aufgebe. Sie haben gewonnen, Bender. Nehmen Sie meine Kapitulation entgegen. Sie ist vollständig. Und dann ist er rausgegangen. Sagen Sie, hatte Dr. Gebhardt recht, als er sagte, Sie kämpfen ständig gegen mich. Wieso denn, wenn er sich so benimmt? Ja, haben Sie denn nicht gesehen, dass dieser Mann nur noch ein Nervenbündel war? Ist doch seine Sache. Der Mann muss doch einen unglaublichen Hass auf die Bänder gehabt haben. Wenn er so verrückt ist und sich so aufregt? Dr. Gebhardt verließ also die Klasse? Ja, so schnell, dass er seinen Mantel vergessen hat. Den haben wir ihm dann noch nachgebracht. Wo ist er denn? Dr. Gebhardt! Hier ist er.
geweint hatte. Dafür können wir doch nichts. Und die Kirsten, was hat die dazu gesagt? Gesagt? Gar nichts. Ich hab was gesagt. Ja, was haben Sie gesagt? Ich hab gesagt, der heult ja. Warum heult denn der? Und Kirsten? Ich sag doch, die hat gar nichts gesagt. Hast du dem Kommissar helfen können, Andrea? Also, wenn Sie mich fragen, Herr Kommissar, ich glaube, das ist eine Eifersuchtssache. In dem Alter sind die Mädchen doch wie verrückt. Was halten Sie davon? Was hat sie denn für Freunde gehabt? Freunde? Sie hat doch sicher Freunde gehabt. Mit 17 sind sie doch wie Bonbons und das da hat doch bestimmt schon jemand ausgepackt. Ich meine, marschieren Sie mal in die Richtung, Herr Kommissar. Wenn ich der Lehrer wäre, ich würde absolut verstehen, dass jemand, der so gereizt wird, schließlich diesem Mädchen den Hals umdreht. Merkwürdig ist nur, er hat doch früher immer gesagt, wie wenig das Mädchen taugt. Er hat sie doch in Grund und Boden verdammt. Und von heute auf morgen ist er plötzlich ganz anderer Meinung. Ja, eben weil er sie erschossen hat. Deswegen sagt er jetzt, so schlimm war sie nur auch wieder nicht. Anscheinend hat er vergessen, dass er noch einen Tag vorher Weinkrämpfe gekriegt hat und seinen Beruf aufgeben wollte. Und jetzt ist das alles normal. Komm, Harry. Nochmal zu Gebhardt. Ja. Ihr Mann ist also nicht da. Nein. Er sagte, ich fahr mal weg. Ich bin gleich wieder da. Ich fragte, wohin willst du denn, aber... Er hat's nicht gesagt. Nein. Darf ich Sie trotzdem fragen, was war gestern, als Ihr Mann von der Schule nach Hause kam? Ich meine, in welcher Verfassung war er da? In einer ganz schrecklichen Verfassung. Er war kreidebleich, er konnte kaum sprechen. Ich fragte um Himmels Willen, was ist passiert? Da erzählte er alles. Was erzählte er? Nun ja, was vorgefallen war. Dieser entsetzliche Streit, ausgelöst von diesem entsetzlichen Mädchen. Und Ihr Mann sagte, er wolle seinen Beruf aufgeben. Tja, er hat den Brief schon angefangen zu schreiben. Warten Sie. Ja, hier ist er. Sehr geehrter Herr Direktor, weiter hat er nicht geschrieben? Nein. Er konnte einfach nicht mehr. Er musste sich hinlegen. Und ich habe ihm abgeraten. Ich habe gesagt, man kapituliert nicht vor einem solchen Mädchen. Wie hat Ihr Mann diesen Streit genau geschildert gestern? Ja. Er gab ihr alle Schuld. Ihr allein gab er die Schuld. Dieses Mädchen sei der reine Teufel. Aber heute sagte er doch... Ich weiß, was er heute sagt. Hab ja gehört, was er gesagt hat. Genau das ist es, was ich nicht verstehe. Und Sie haben keine Erklärung dafür? Nein. Absolut nicht. Sein schlechtes Gewissen vielleicht. Schuldbewusstsein. Was wollen Sie denn damit sagen? Frau Gebhardt? Ja. Besitzt Ihr Mann eine Pistole? Eine Pistole? Nein. Nein. Ja, glauben Sie denn, dass er... Das können Sie doch nicht im Ernst glauben. Also keine Pistole? Nein, nein, sowas besitzt er nicht. Und selbst wenn er sowas hätte, er wäre unfähig. Ja, glauben Sie denn, dieser Mann wäre fähig, auf einen Menschen zu schießen? Wo war Ihr Mann gestern Abend? Gestern Abend? Gegen neun. Gegen neun, ja. Braucht er denn ein Alibi? Zunächst brauchen wir nur eine Antwort auf diese Frage. Ja, nun, er war hier, zu Hause. Er war ja ganz unfähig, das Haus zu verlassen. Aus diesem Sessel ist er nicht aufgestanden. Wo ist Ihr Mann jetzt? Das bezeuge ich, wenn das bezeugt werden muss. Ja, wo ist Ihr Mann jetzt? Ich habe Ihnen doch gesagt, ich weiß es nicht. Er hat es Ihnen nicht gesagt? Nein. Besten Dank, Frau Gebhardt. Wo wollen Sie ihn denn suchen? Guten Tag, Herr Kommissar. Was machen Sie hier, Dr. Gebhardt? Ich
sehe mir das an. Wissen Sie, dass an diesem Tisch gestern Abend Kirsten Bender gespielt hat? An diesem? Ja. Und ist dann hinausgegangen und wurde erschossen. Sie kennen dieses Lokal hier? Ja, ich kenne es. Sie wissen, dass Ihre Schüler es manchmal aufsuchen. Ja, das weiß ich. Ich habe versucht, Ihnen zu sagen, Ihnen zu erklären, dass der Aufenthalt in solchen Spiellokalen nichts ist als Verschwendung von Geld und von Zeit. War Kirsten Bender oft hier? Fast jeden Abend. Das wissen Sie? Ich habe Kontrollen durchgeführt, daher weiß ich es. Warum kommen Sie jetzt hierher? Weil ich zutiefst erschüttert bin. Wo waren Sie gestern Abend um 9, Dr. Gebhardt? Zu Hause war ich. Zu Hause. Das ist der Mörder, Chef. Da ist immer noch etwas, was wir nicht wissen, Harry. Es betrifft den gestrigen Abend und Kirsten Bender. Natürlich können Sie Andrea sprechen. Agathe? Agathe? Sind Sie vorwärts gekommen? Agathe, Andrea soll mal runterkommen. Ist sie oben? Ich weiß nicht, ob sie hier oben ist. Dann suchen Sie sie. Die sind wie die Fliegen. Die schwirren überall herum und man fängt sie nicht. Stören wir? Nein. Und Dr. Gebhardt nahm seinen Mantel und ging. Gestern Mittag im Waschraum der Schule. Ja. Was habt ihr dann gemacht? Gemacht? Ihr seid in die Klasse zurückgegangen. Nein, wir sind auf den Gang ans Fenster. Wie geht denn der? Der geht ja, als ob er betrunken ist. Fährt der tatsächlich weg? Der ist doch nicht betrunken. Aber wieso geht der so? Warum fährt denn der wie ein Verrückter? Dann sind wir alle nach Hause gegangen. Kirsten sagte, wir gehen alle nach Hause. Wegen Lehrermangel. Kirsten ist mit dir gegangen? Ja. Hierher? Ja. Wie lange ist sie hier geblieben? Geblieben? Den ganzen Nachmittag. Hier im Zimmer. Sie lag auf dem Bett. Wir haben Platten gehört. Wie lange ist sie da geblieben? Wie lange? Ja, wie lange? Es war schon dunkel. Wie spät war es? Weiß ich nicht. Sie stand jedenfalls plötzlich auf. Hat sie nicht gesagt, wohin sie geht? Nein. Sie hat nichts gesagt. Das glaube ich nicht. Warum sagen Sie nicht die Wahrheit? Die Wahrheit? Was hat sie gesagt, wohin sie geht? Sie sagt, sie geht zu Dr. Gebhardt. Zu Dr. Gebhardt? Was wollte sie dort? Ich weiß es nicht. Ich habe sie ja gefragt, sie hat es nicht gesagt. Wie spät war es, als sie sagte, sie geht zu Dr. Gebhardt? 8 Uhr. 8 Uhr abends. Guten Abend, Dr. Gebhardt. Guten Abend. Könnten wir noch einmal hereinkommen? Bitte. Danke. Der Kommissar Marianne.
Guten Abend, Frau Gebhardt. Guten Abend. Ich hätte noch eine Frage an Ihren Mann, Sie erlauben. Gestern Abend, kurz nach 8 Uhr, war Kirsten Bender bei Ihnen. Was? Was sagen Sie? Ich sagte, dass Kirsten Bender hier war. Kirsten Bender? War hier? Eberhard. Ja, es klingelte an der Tür und da stand die Bender draußen. Die Bender war hier. Warum hast du mir das nicht gesagt? Tja, warum haben Sie das nicht gesagt? Ich dachte, ich würde Schwierigkeiten bekommen, wenn ich sage, dass sie hier war. Gestern Abend. Die Schwierigkeiten, Dr. Gebhardt, die haben Sie jetzt. Was wollte Kirsten Bender von Ihnen? Was sie wollte? Was wollen Sie, Bender? Was wollen Sie hier? Warum helfen Sie mir denn nicht? Bender. Habe ich einen Fehler begangen, wenn ich gedacht habe, dass in Ihnen nichts ist als Widerstand? Sie hatten immer den Wunsch, nach Hilfe, die Sie von niemandem bekommen haben. Auch nicht von mir. Ein Missverständnis, an dem ich mir die Schuld geben muss. Bender, sagen Sie nichts. Sagen Sie nichts. Ich glaube, ich habe jetzt etwas begriffen. Es ist nicht nötig, eine Erklärung abzugeben. Gute Nacht, Herr Doktor. Gute Nacht, Kirsten. Ich hatte einen Fehler begangen. Ich hatte nie begriffen, dass hinter allem Trotz, hinter allen Worten, jemand gewartet hatte. Auf Hilfe. Ich war kein guter Lehrer, Herr Kommissar. Das habe ich gestern Abend begriffen. Was? Was sagst du denn da? Dieses Mädchen kommt hierher, sagt einen Satz, einen einzigen Satz. Und alles, was du vorher gedacht und gesagt hast, war falsch? Ja, Marianne. Nein, Eberhard. Nein. Du kannst doch nicht vergessen, dass dieses Mädchen dich zugrunde gerichtet hat. Sie hat dich zugrunde gerichtet. Hier hast du gesessen gestern, weinend, heulend. Du warst am Ende. Deinen Beruf hast du aufgeben wollen. Deinen Beruf, den du für keinen anderen Beruf der Welt hättest eintauschen wollen. Dieses Mädchen hat dein Leben zerstört, Eberhard. Du kannst nicht plötzlich sagen, dass du einen Fehler gemacht hast. Eberhard! Doch, Marianne. Ich hatte dieses Mädchen nicht begriffen. Marianne?
Sie waren also nicht da gestern Abend. Wo waren Sie, Frau Gebhardt? Sie war... Warum sagst du nicht, wo du warst? Bei Ihren Eltern war sie. Du warst doch bei deinen Eltern. Ja, ja. Wie lange waren Sie da? Bis gegen 8 Uhr. Du hast doch gesagt, du warst den ganzen Abend bei deinen Eltern. Bis gegen 8. Sie kannten die Spielhalle. Ja. Ich habe meinen Mann manchmal begleitet, wenn er dort Kontrollen machte. Und woher hatten Sie die Pistole? Mein Vater hat eine. Die habe ich mir genommen. Marianne. Dieses Mädchen. Die taugt doch nichts. Kannst du sagen, dass sie was taugt? Zu was sie Nutze ist? Eine von diesen aufgeblasenen Göhren, die sich weiß Gott was einbilden. Dumm sind sie, arrogant sind sie. Mit leeren Hirnen plappern sie alles nach, was sie gar nicht verstehen, wenn sie es nur für fortschrittlich halten. Und so ein Mädchen darf dich zugrunde richten. Dich, ungestraft. Niemand, der etwas sagt. Als sei es ganz in Ordnung, dass ein Mensch wie du vollkommen ruiniert wird.